Das gehört mir zu den erstaunlichsten Erfahrungen unserer Lecture-Geschichte, dass offenbar der Freitagabend der allerbestbesuchte Tag ist. Wir hatten schon mal eine Lecture von Ilka Quindo über die Psychoanalyse vor dem Hintergrund der queeren Theorieentwicklung. 120 Leute im alten Taz-Café. Toll, dass ihr da seid zu diesem Vortrag von Dr. Carsten Schubert aus Freiburg, den ich hiermit erstmal ganz herzlich begrüße, dass er da ist. Mein Name ist Jan Feddersen, ich bin im Vorstand von Queer Nations und im Übrigen auch vom Queeren Kulturhaus in Berlin. Carsten Schubert haben wir gewinnen können. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich habe mal einen Text von ihm gelesen und war in jeder Hinsicht elektrisiert. Und dass jemand über so ein modernes, zeitgenössisches, schwules Thema spricht, ist ja auch nicht mehr so ganz und gar ein Sonderangebotsartikel, sondern eher eine rare Angelegenheit. Und insofern kam das auch in Frage. Carsten Schubert ist geschäftsführender Assistent für politische Theorie an der Universität Freiburg. Er forscht und lehrt zu zeitgenössischer kritischer Theorie. Und in verschiedenen persönlichen Dialogen haben wir uns auch auf das Anregendste und Erfrischendste über diese seine Perspektiven auf kritische Theorie auch schon in die Wolle bekommen, und das war immer ganz wunderbar. Er forscht darüber hinaus zur Rechtsphilosophie Queer Theory, und sein Buch Freiheit als Kritik, Sozialphilosophie nach Foucault, erschien 2018 bei Transkript und ist unbedingt stark empfehlenswert. Zum Thema PrEP veröffentlichte er den Artikel The Democratic Biopolitics of PrEP. Da gibt es noch verschiedene Links, die man unbedingt auch erwähnen müsste. Wichtig ist aber hier zu sagen, Carsten, könntest du das violette Exemplar hochhalten? Das ist die Ausgabe vom vorigen Jahr, vom Jahrbuch Sexualitäten. Das ist eine Lecture, die direkt in den wissenschaftlichen Editionsprozess wandert. Seine Lecture wird im Jahrbuch Sexualitäten 2020 erscheinen, worüber wir ganz besonders glücklich sind. Das ist gerade ein Redaktionsprozess, und es ist außergewöhnlich befriedigend, mit dir zu kooperieren. Wir halten das heute so, Carsten wird einen Vortrag halten. Es wird im Übrigen gefilmt und es wird auch mitgeschnitten. Wer das nicht möchte und auch wirklich überhaupt nicht in die Gefahr geraten möchte, eventuell aufgenommen zu werden, möge bitte ganz da hinten hinter dieses Transparent gehen, also so eine Art tazartige spanische Wand, da ist wenigstens auch gut hören. Dann will ich nicht unerwähnt lassen, dass das für uns hier eine subversive, nachgerade freischärlerische Art der Performance als Initiative Queer Nations ist. Eigentlich finden in diesen Räumen ausschließlich Redaktionskonferenzen statt und Veranstaltungen während des Taz-Lab. Aber wir dürfen das hat auch was Finanzielles und das hat was mit der wunderbaren Kollegen und Kolleginnenschaft in der Taz zu tun. Verschiedene Kollegen von der Taz-Kantine haben mir mitgeholfen zum Gelingen der Veranstaltung, und der Maestro der Einrichtung, also der Stuhlaufstellung, der ganzen Inszenierung, das ist Manu Schubert. Danke Manu, der steht da hinten. Last but not least, was ich als Moderator noch anfügen möchte: Wir sind an einer Art von Wahrheit, die hinterher nur eine Perspektive übrig lässt, also das betrifft jedes Thema, nicht interessiert. Wir sind am Gegenteil interessiert. Das heißt, ich glaube, so ist auch die Absprache mit Carsten. Wenn wir hinterher in einer Aussprache zu dem, was Carsten uns zu sagen hat, in Streit geraten, ist es ungefähr das, was wir als glücklich empfinden könnten. Viel Vergnügen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diese netten einführenden Worte, Jan. Ganz vielen Dank an dich, an die Initiative Queer Nations und auch an die Taz, in deren Räumen wir hier heute Abend sein dürfen. Ich freue mich sehr auf diesen Vortrag und Abend mit Ihnen. Und es geht los. Der Titel ist PrEP ändert Sex, schwule Subjektivität, Biopolitik und Demokratie. Und jetzt ganz zu Beginn erstmal ein paar Worte dazu, was PrEP
überhaupt ist. PrEP steht für Präexpositionsprophylaxe und ist eine relativ neue HIV-Präventionsmethode, bei der HIV-negative Menschen antivirale Medikamente nehmen und wenn sie dann in Kontakt mit dem Virus kommen, dann können sie sich damit nicht mehr infizieren. Und das ist aus der schwulen Perspektive ziemlich revolutionär. Denn zum ersten Mal seit Ausbruch der AIDS-Krise kann man jetzt HIV-gefahrlosen, unkondomlosen Sex haben. Und diese drei Schlagworte hier im Untertitel, also schwule Subjektivität, Biopolitik und Demokratie, weisen auf die Fragen hin, die ich heute Abend im Hinblick auf PrEP diskutieren möchte. Die erste Frage: Wie greift Medizin und Pharmatechnologie, also in diesem Fall PrEP, in unser Leben ein? Das ist mit diesem Wort Biopolitik gemeint. Und dann weiter: Wie verändert diese Biopolitik durch PrEP nicht nur unser Verhalten, insbesondere den Sex, sondern auch die ganze Art und Weise, wie man schwul ist, also was es bedeutet, schwul zu sein? Das ist mit dem Begriff schwule Subjektivität angezeigt. Und wenn PrEP jetzt tatsächlich so starke Auswirkungen auf unser Leben hat, dann ist die Frage, ob PrEP uns aufgezwungen wird, beispielsweise von der Pharmalobby, und uns unfrei macht, oder ob wir als Community diese Prozesse steuern. Das ist also die Frage nach der Demokratie. Und ich darf Ihnen jetzt schon meine Thesen dazu verraten. Man kann PrEP als demokratische Biopolitik bezeichnen, weil die Community in diesem Prozess eine so wichtige Rolle spielt. Und das, obwohl die Pharmaindustrie und die Pharmalobby natürlich auch eine ganz, ganz wichtige und eine überwiegend negative Rolle spielt. Und PrEP bedeutet nicht nur eine sexuelle Revolution, sondern kann auch insgesamt im Kampf gegen Homophobie und Stigmatisierung helfen. Das sind die Thesen und so viel zum Mini-Ausblick. Das hier ist Nina Queer. Sie ist eine Drag Queen und so etwas wie eine kleine Berühmtheit in der deutschen queeren Szene. In jedem Fall hat sie eine Kolumne in der Bild-Zeitung und ist eigentlich nicht so besonders wichtig, Nina Queer. Aber in der Kolumne in dieser Bild-Zeitung hat sie sich zu PrEP geäußert. Und diese Äußerungen sind jetzt für mich heute Abend so spannend, weil sie so normal, so typisch sind für die Reaktionen auf PrEP. Und Nina Queer hilft deswegen jetzt dabei, in die biopolitische Analyse von PrEP einzusteigen. Das hier ist diese Bild-Zeitungskolumne, die Überschrift davon: Freie Fahrt für wilde Nutten, so gefährlich ist PrEP. Queer betreibt hier Slut-Shaming, also die Abwertung von promisken Menschen als Nutten. Expliziter als hier geht das eigentlich gar nicht. Interessant ist das aber nicht wegen dieser reißerischen Bildkolumne oder wegen Nina Queer, sondern weil das weltweit eine vorherrschende Reaktion auf PrEP ist. Und zwar sowohl in den Medien als auch auf Dating-Apps wie Grindr und Gay Romeo. Und dieser Text von Queer ist zum Einstieg in den heutigen Abend so schön, weil er geeignet ist, weil er ein paar Stellen enthält, die die zentralen Fragen des Vortrags zu Biopolitik, schwuler Subjektivität und Demokratie betreffen. Was für ein genialer Clou, gesunden Menschen Medikamente zu verkaufen und durch geschürte Ängste das primitive Verlangen nach ungeschütztem Sex Milliarden zu scheffeln. Eine solche Befürchtung, dass PrEP uns aufgedrängt wird durch die Pharmalobby und Gesundheitspolitik, wird auch in der wissenschaftlichen Debatte diskutiert, gerade in der biopolitischen Theorie. Zwar geht es hier dann weniger um einen genialen Clou der Pharmaindustrie, sondern eher um gesellschaftliche Strukturen, insbesondere langfristige Änderungen in Medizin, Psychologie und Gesundheitspolitik, die uns dazu drängen, immer mehr Medikamente zu nehmen und unsere Körper bereitwillig überwachen zu lassen. Die Befürchtung der Repression durch solche Strukturen ist aber sogar viel dramatischer. Mit Michel Foucault, auf den dieser Begriff der Biopolitik zurückgeht, kann man solche Strukturen auch Macht nennen. Denn wenn nicht einzelne Akteure schuld sind und etwas falsch machen, sondern es sich um Macht in diesem strukturellen Sinn handelt,
dann kann man das Ganze auch nicht so einfach ändern, sondern man ist der Sache viel stärker ausgeliefert. Ich werde Sie deshalb heute in einem ersten Teil in die biopolitische Theorie, die biopolitische Theorie entführen und zeigen, welche Stimmen zu PrEP es dort gibt. Dadurch und auch dagegen, also in einer Kritik der biopolitischen Theorie, entwickle ich dann den schon angesprochenen Begriff der demokratischen Biopolitik von PrEP. Zweites Zitat. Durch ungeschützten Sex gewinnen Syphilis, Tripper, Herpes und Pilze wieder Oberwasser. Gerade in Berlin ist die Syphilis augenblicklich nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen. Unentdeckt löst sie schwere Gehirnschäden aus. Dieses Zitat ist jetzt alarmistisch und porträtiert ungeschützten Sex als gefährlich. Es reiht sich ein in eine lange Geschichte von Sexnegativität und Sexpanik, die sich in der AIDS-Krise intensivierte. Sex wird in erster Linie als eine Gefahr angesehen und der Einzelne wird dazu angehalten, verantwortungsvoll zu sein. Und wenn man schlechten Sex hat, also gefährlichen, ungeschützten Sex, promiskuen Sex, letztlich Sex außerhalb der Homo-Ehe oder ähnlichen Verpaarungsformen, dann ist man ein schlechter Schwuler, wird stigmatisiert, beschuldigt, sich selbst und die Community krank zu machen. Zentral ist dabei das Kondom als fetischisiertes Objekt, an dem Verantwortung gemessen werden kann. Das zeigt sich hier schön in Queers Ausdruck des ungeschützten Sex. Denn so zu sprechen, heißt noch völlig dem Kondomfetisch anzuhängen, das als einziges Schutzmittel angesehen wird. Dass man sich auch anders schützen kann, kann durch diese Wortwahl gar nicht ausgedrückt werden. Und damit ist ein zentrales Thema angesprochen, um das es im zweiten Teil des Vortrags geht, nämlich die Debatte um PrEP ist einerseits von Homonormativität geprägt, also der Unterscheidung zwischen guten, bürgerlich monogamen und schlechten, wilden Nutten, Schwulen, und zeigt, wie PrEP andererseits selbst ein Mittel dazu sein kann, diese Homonormativität zu bekämpfen. Gerade dadurch, dass das Kondom nicht mehr nötig ist, um sich vor HIV zu schützen. Dabei gehe ich dann auch auf die durchaus angemessene Diskussion ein, ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen PrEP und gesteigerten Raten anderer STIs als HIV gibt. Da war die Markierung des ungeschützten Sex. Das Einzige, was mich interessiert, ist meine Familie. Und deshalb rate ich euch allen, auf euch und eure Lieben besonders gut aufzupassen. An diesem Zitat, mit dem Queer ihren Text beendet, sind zwei Dinge interessant. Erstens, es ist der perfekte Sound der Homonormativität. Familie und Verantwortung für sich und andere als Lebenselixier gegen alles Schlampenhafte und Unvernünftige. Zweitens, nach der Abwertung der Nutten kommt Queers Rückzug ins Private, in die Familie und damit auch der Rückzug vom Sex, insbesondere vom öffentlichen Sex. Im dritten Teil des Vortrags werde ich gegen solche Auffassungen, dass Sex Privatsache sei, Vorschläge dazu machen, wie man Sex öffentlich demokratisch verhandeln kann. Und da schließt sich dann also der Kreis zur demokratischen Biopolitik. Das Ganze hier noch einmal in einem Inhaltsverzeichnis dargestellt. Es geht also los mit dem ersten Teil: Biopolitik repressiv oder demokratisch. PrEP stellt neue Anforderungen an den Einzelnen, eröffnet aber auch neue Möglichkeiten und kreiert neues Begehren. Und als solche ist sie eine Form von Macht. Sexuelles Verhalten ist das Ergebnis von Subjektivierung, also der Prozess, durch den soziale Normen Subjekte und ihr Begehren bilden. Als kurze Begriffserklärung zu dieser Sprechweise, die sich stark am französischen Philosophen Michel Foucault orientiert. Ich sage Subjekte. Und nicht Personen oder Menschen, weil der Begriff ausdrückt, dass Menschen zwar einerseits selbstständig handeln und denken, sie dabei aber andererseits sozialen Normen unterworfen sind. Entsprechend bedeutet das lateinische Subjektum das Unterworfene. Und Subjektivierung bedeutet, wie Personen von ihrer sozialen Umwelt geformt, beeinflusst und unterworfen werden, also ein Prozess, bei dem es um Macht geht.
Die Medikalisierung von Sex durch PrEP verändert sexuelle Subjektivierung und geht einher mit einer Veränderung der Praktiken vom schwulen Sex. Wo das Kondom das unbestrittene Mittel für safer Sex war, wird es im Zeitalter von PrEP angefochten. Wenn jetzt Macht, einschließlich die der Pharmaindustrie, so eng mit Sex und Begehren verbunden ist, stellt sich die Frage, wie der Zusammenhang zwischen Sex, Gesundheitspolitik und Medizintechnik im Allgemeinen und insbesondere im Fall von PrEP zu erklären, zu kritisieren und normativ zu bewerten ist. Ist PrEP der jüngste Schritt einer repressiven medizinisch-pharmazeutischen Biopolitik, der die Schwule normiert und sie zur Einnahme von Pillen zwingt? Oder ist es das Ergebnis eines demokratischen Prozesses, in dem Aktivistinnen und medizinische Fachkräfte zusammenarbeiten? Noch einmal kurz zum Begriff der Biopolitik. Nach Foucault wird darunter verstanden, dass Regierungen in der Moderne anfangen, sich für die Bevölkerung und die Körper der Einzelnen, also quasi die Biomasse des Staates, zu interessieren und sie systematisch zu steuern. Beispielsweise Geburtenraten zu kontrollieren, um genügend Soldaten für Kriege zu generieren. Im Anschluss an Foucault haben sich dann ganze Forschungszweige und Schulen entwickelt, die Biopolitik unterschiedlich beforschen und einschätzen. Recht weit verbreitet ist dabei die Auffassung, dass Biopolitik irgendetwas Repressives ist, was uns aufgedrängt wird, uns kontrolliert, uns unfrei macht. Und in Bezug auf diese Biopolitikforschung geht es mir darum zu zeigen, dass es verkürzt und unrealistisch ist, Biopolitik so einseitig repressiv aufzufassen. Das ist also quasi der Beitrag dieser Forschung zu dieser größeren Debatte. Aber jetzt zurück zur PrEP, denn um die geht es ja heute in erster Linie. Um diese Frage zu beantworten, also ist PrEP biopolitische Repression oder demokratische Aushandlung, diskutiere ich zwei verschiedene Schulen der biopolitischen Theorie und ihre Haltung zu PrEP. Den kritischen Ansatz der Gouvernementalitätsanalysen, hier durch Tim Dean vertreten, und den differenzierteren Ansatz von Nicholas Roses Vital Politics. Und auf dieser Grundlage skizziere ich dann im zweiten Abschnitt Elemente der Debatten in den westlichen schwulen Mainstream-Diskursen über PrEP, um zu analysieren, welche der beiden Schulen besser erfasst, wie PrEP gesteuert und diskutiert wird. Und ich werde dabei zeigen, dass sich die Gouvernementalitätsanalysen auf repressive Machtstrukturen konzentrieren und daher die Komplexität der PrEP-Politik nicht berücksichtigen können, die sich aus der Handlungsfähigkeit verschiedener beteiligter Akteure, insbesondere PrEP-Aktivisten, ergibt. Und Nicholas Roses differenzierte Beschreibung von Biopolitik bietet dagegen Konzepte, um die Debatte um PrEP und die damit verbundenen Verhandlungen über Sexualität zu beschreiben. Und in diesem Zusammenhang kann diese Biopolitik dann als demokratisch beschrieben werden. Und das ermöglicht auch die Analyse von PrEP als Werkzeug zur Überwindung von Homophobie und des Stigmas von Krankheit und Tod, das immer noch mit schwulem Sex verbunden ist. Und Sie sehen hier links Tim Dean, der übrigens einer der wichtigsten Theoretiker von Baerbeck-Sex ist. Dort sein Buch Unlimited Intimacy, ein Klassiker auf diesem Gebiet. Und der Witz an PrEP ist jetzt, dass durch PrEP das ganze Konzept von Baerbeck, wie Dean es beschreibt, zerfällt. Denn Baerbeck ist nach Dean nicht nur einfach Sex ohne Kondom, sondern eine spezifisch intime Sexform mit einer Community, die es nur geben kann, wenn es eine reale HIV-Ansteckungsgefahr gibt. Und kurz hier zur Begriffserläuterung. Baerbeck kommt eigentlich vom Reiten, und zwar dem Reiten ohne Sattel. Und es ist ziemlich schön, dass selbst diese ursprüngliche Bedeutung so wahnsinnig sexmetaphorisch aufgeladen ist. Aber mir ist dann in dieser Recherche ein wichtiger Unterschied aufgefallen, denn Baerbeck reiten kann man auch mit sogenannten Reitpads. Und da sehe ich einen Unterschied. Ja, Sie kommen rein. Okay. Während PrEP in den Gouvernementalitätsanalysen kaum diskutiert wurde,
ist Tim Deans Artikel Mediated Intimacies eines der wenigen Beispiele dafür, wie die kritische Hermeneutik von Gouvernementalitätsanalysen zur Analyse von PrEP genutzt werden kann. Dean konzentriert sich auf die potenziell repressiven Effekte von PrEP und analysiert sie als Elemente umfassenderer Veränderungen in der zeitgenössischen Art des biopolitischen Regierens, nämlich zunehmende Medikalisierung und der Diskurs der Prävention, der die individuelle Verantwortung und rationale Entscheidungsfindung betont. Um ein Beispiel aus einem anderen Bereich anzuführen, der ganz ähnlich als biopolitische Regierung kritisiert wird: Fitness-Tracker. Krankenkassen und Ärzte zusammen mit einer neoliberalen Selbstoptimierungskultur verleiten uns dazu, immer gesünder zu leben und immer mehr Daten über unsere Gesundheit zu produzieren. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie bekommen Bonuszahlungen von Ihrer Krankenkasse, wenn Sie diese Daten dann einspeisen. Und dann kann die Krankenkasse Sie natschen, noch gesünder zu leben und sich gesünder zu ernähren. Und das Komplizierte an dieser Art der biopolitischen Steuerung und ihrer Kritik ist, dass wir das ja oft freiwillig machen. Aber genau darum geht es hier, diese Freiwilligkeit in Frage zu stellen, indem man sie in den Kontext größerer sozialer und historischer Entwicklungen stellt. Das ist quasi, wie diese Art der Kritik funktioniert. Und genauso funktioniert es bei PrEP. Wie freiwillig nehmen wir es eigentlich? Und jetzt habe ich das doch gefunden, es gibt sogar Sex-Fitness-Tracker, aber es gibt nicht mehr so viele Scherze, keine Sorge. Dean fragt also, was bei PrEP biopolitisch auf dem Spiel steht und beschreibt sie als pharmazeutische Macht, die das erotische Leben von schwulen Männern steuert. PrEP, so Dean, ist ein typischer Fall von Biopolitik, die darauf abzielt, Zitat, die Kontrolle über die Bevölkerung zunehmend durch Gesundheits- und Wellnesspraktiken zu erlangen. Biomacht überzeugt uns, dass es in unserem eigenen Interesse liegt, die Ernährung, Bewegung und Medikamentenannahme zu regulieren, um unsere allgemeine Gesundheit zu optimieren. Zitat Ende. PrEP sei also Teil der normalisierenden Gesundheitspolitik und beinhalte eine genaue Überwachung schwuler Körper durch medizinische Autoritäten, die abgelehnt werden sollte, weil es sich um eine Form des Regierens handelt. Ausgehend vom Widerstand gegen PrEP in der schwulen Community hält Dean fest, dass niemand von Regierungen gesagt bekommen wolle, wie man Sex zu haben hat. Die Kritik von Dean lässt sich in zwei Punkten zusammenfassen. Zunächst kritisiert er den dogmatisch-medizinischen Diskurs der HIV-Prävention, der auf Rationalität und Eigenverantwortung setzt. In diesem Paradigma, das im öffentlichen Gesundheitsdiskurs verbreitet ist, fallen Begehren, Fantasie und Gemeinschaft aus dem Bild von Sex heraus, was zu kurzgegriffenen Beschreibungen von schwulem Risikoverhalten führt. Ungeschützter Sex kann nur pathologisch erklärt werden, zum Beispiel als Resultat zu high zu sein und sich normal und rational zu verhalten. Dieses medizinische Paradigma schaffe die Nachfrage nach rein medizinischen Interpretationen und Safe-Sex-Lösungen wie PrEP. Und dies sei eine wirtschaftliche Intensivierung dessen, was Foucault Scientia Sexualis nannte. Für die Pharmaindustrie sei PrEP ein Glücksfall, weil die Profite viel höher sind, wenn viele Gesunde statt nur wenige Infizierte behandelt werden. Was dabei übersehen werde, ist, dass Sex auch über Fantasien der Überschreitung der Grenzen des Normalen und Rationalen und über Subkulturen funktioniere. Gerade der absichtliche Verzicht auf HIV-Prävention beim subkulturellen Barebacking, zu dem Dean gearbeitet hat, bei dem Fantasien und Gemeinschaftsbildung eine zentrale Rolle spielen, ließen sich in diesem rationalistischen Ansatz nicht verstehen. Und an dieser Stelle ist es wichtig, ein bisschen zu differenzieren. Das ist ja amerikanisches Material, mit dem ich hier umgehe. Denn die Gesundheitspolitik ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich. In Deutschland war die Politik durch die AIDS-Hilfen schon sehr früh community-orientiert und hat
war auch schon sehr früh auf die Bekämpfung von Stigmatisierung ausgerichtet, was in den USA, über die Dean schreibt, nicht der Fall war, eher nicht der Fall ist. Aber trotzdem haben wir es auch in Deutschland, haben wir auch in Deutschland ein Problem mit einem zu rationalistischen Verständnis von Sexualität, wie die Stigmatisierung in Dating-Apps zeigt. Da habe ich gleich noch ein paar Bilder zu. Zweitens greift Dean auf Paul Preciados Testo-Junkie und sein Konzept von Pharmacopower zurück. Macht wirkt heutzutage auf der molekularen Ebene und in der Medizin, die zu einem festen Bestandteil von Sexualität wurde. Die Verhütungspille für Frauen und die Biotechnologie für Transpersonen, wie zum Beispiel Hormone, stammen aus dem gleichen Sex-Gender-industriellen Komplex wie PrEP. Und dieser Komplex verändert die Sexualität grundlegend, indem er sie technologisiert und eine neue Überwachung und Kontrolle ermöglicht. PrEP hat einen tiefgreifenden Einfluss auf sexuelle Subjektivitäten und Wünsche von Schwulen und schafft eine Lust nach kondomlosen Sex, die durch Pornografie, Pharma und Gesundheitswesen vermittelt wird. Daher ist PrEP laut Dean nur die nächste Intensivierung dieses wirtschaftlich getriebenen biopolitischen Regimes und eine neue Phase in der langen Geschichte der Medikalisierung schwuler Sexualität. Das Problem, das ich an diesem Ansatz sehe, ist, dass die biopolitischen Entwicklungen rein negativ dargestellt werden. Die Arbeit von Dean sucht nur nach Machteffekten, die potenziell oder reell unterdrückend sind. Und dies gelingt in erster Linie durch die Einordnung von PrEP in größere Entwicklungen wie der Medikalisierung und der Pharmatisierung, also dem Anwachsen der Macht der Pharmaindustrie. Und es ist zwar jetzt grundsätzlich richtig, PrEP in diese Strukturen einzuordnen und insbesondere auch auf die Profitinteressen der Pharmaindustrie hinzuweisen und ihr deshalb immer mit angemessener Skepsis zu begegnen und auch den wissenschaftlichen Blick der Medizin und der Psychologie, die Hauptschuldige in der Repression von Schwulen waren, zu kritisieren. Doch paradoxerweise wird gerade dieser Ansatz blind für die subkulturelle Bedeutung von PrEP. Die Handlungsmacht von Schwulen und die Handlungsmacht von schwulen PrEP-Aktivisten und dafür, wie PrEP das schwule Leben ändert. Paradoxerweise, weil Dean in seiner Arbeit ja eigentlich so starkes Gewicht darauf legt, schwule Subkultur jenseits von rationalistischen Gesundheitsparadigmen zu verstehen und zu würdigen. Doch wenn man schwulen Sex und schwule Subjektivität andersrum nur als ein Anhängsel einer größeren Biopolitik begreift, dann wird man ihm auch nicht gerecht. Und nach Deans Kritik kommt jetzt die aus meiner Sicht realistischere Theorie von Nicholas Rose. Nicholas Rose steht für einen differenzierteren Ansatz in der Biopolitik, der sich genauso wie Dean auf Foucaults Arbeiten zur Biopolitik und zur modernen Regierungskunst bezieht. Im Gegensatz zu Dean erklärt Rose sowohl die negativen als auch die positiven Seiten der Biopolitik, indem er Fähigkeiten von biologischen Bürgern hervorhebt, ethisch-politische Entscheidungen über biopolitische Fragen zu treffen. Biomedizinische Innovationen führen weder zu einer utopischen Zukunft noch zu einer überwältigenden repressiven Macht der Pharmaindustrie, sondern zu einer Vielzahl von kleinen Anpassungen, die das Verständnis unserer Körper und unseres Lebens erheblich verändern und die alle offenen biopolitischen Kämpfen ausgesetzt sind. Was in der Vergangenheit als natürlich angesehen wurde, wird zum Gegenstand möglicher Interventionen, die die Gegensätze von Natur, Kultur, normal, pathologisch und Krankheitsbehandlung versus Verbesserung der Körper verändern. Und dadurch öffnet die biomedizinische Innovation neue Möglichkeiten und die Notwendigkeit einer politischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensformen und Technologien. Rose nennt dies somatische Ethik und die Ausübung biologischer Staatsbürgerschaft.
Die somatische Ethik ist jedoch nicht nur freiwillig, sondern eng mit Biokapital, also Profit und Ausbeutung, verbunden. Biopolitische Kämpfe erfordern daher, dass sowohl Akteurinnen in der Pharmaindustrie als auch Patientinnen und Aktivistinnen ethisch über ihre Entscheidungen und alltäglichen Handlungen in Bezug auf verschiedene biomedizinische Erkenntnisse nachdenken und sich an biopolitischen Prozessen beteiligen. Dadurch bauen sie bezüglich neuer Technologien neue normative Erwartungen auf und werden selbst zu Expertinnen. Ein aktuelles Beispiel für solche biopolitische Staatsbürgerschaft und die damit verbundenen Aushandlungen in Deutschland wäre die ganze Debatte um die automatisierte Organspende. Der HIV- und AIDS-Aktivismus, vor allem in Deutschland, ist ein Beispiel für solche biopolitische Bürgerschaft. Aktivistinnen und die medizinische Gemeinschaft, die als Antagonistinnen begannen, bildeten bald Bündnisse. Auf diese Weise konnten die Medizinerinnen ihre Zielgruppe der Schwulen erreichen und die Aktivistinnen wurden selbst zu entscheidenden Akteuren bei der Weiterentwicklung der medizinischen Expertise und der Safer-Sex-Beratung. Die Konzepte Biokapital, biologische Staatsbürgerschaft und somatische Ethik bieten einen guten Werkzeugkasten, um die Debatten um PrEP zu beschreiben und zu gestalten. Somatische Ethik bezieht sich auf ethische Praktiken rund um PrEP. Da PrEP bestimmte Praktiken ermöglicht, insbesondere kondomlosen Sex, die moralisch sanktioniert werden, stellt es einen besonders interessanten Fall dar, in dem somatische Ethik stark umstritten ist. Tatsächlich hängt die Biosozialität von PrEP, das heißt die Gruppe, die von PrEP Gebrauch macht, nicht nur von biologischen Merkmalen oder Krankheiten ab, wie im klassischen Patientenaktivismus, oder von einem Krankheitsrisiko, das mit der sexuellen Orientierung verbunden ist, wie im klassischen HIV-Aktivismus, sondern es ist eine bestimmte Untergruppe von Schwulen, die sich an risikoreichen Sexualpraktiken beteiligen und diese Beteiligung wird oft als eine ethische Wahl konzipiert. Ich schlage vor, diesen Komplex als sexuell-somatische Ethik zu bezeichnen. Die Aushandlung von Politik, Moral, sexueller Lust und Begehren, sexuellen Normen, medizinischer Technologie und Subjektivität. Und das Ergebnis der bisherigen Diskussion: PrEP kann besser als komplexe sexuell-somatische Ethik nach Rose analysiert werden, als eine rein repressive Biomacht, wie Dean es im Rahmen des gouvernementalitätsanalytischen Ansatzes vorschlägt. Das Problem von Deans Ansatz ist, dass er der Handlungsmacht von PrEP-Aktivisten und Nutzern nicht gerecht werden kann, die PrEP als ein wichtiges Instrument für die Emanzipation von schwulem Sex sehen. Damit kann der gouvernementalitätsanalytische Ansatz auch die Bedeutung von PrEP für schwule Subjektivität nicht erfassen, um die es im nächsten Teil zur Debatte um PrEP geht. Ich werde nun vor dem Hintergrund des entwickelten Konzepts der sexuell-somatischen Ethik einige Spannungen in der Debatte um PrEP skizzieren. PrEP ist hart umkämpft, denn der Wunsch nach kondomlosen Sex kollidiert mit einer tief verwurzelten Abneigung von Baerbock und einer Fetischisierung des Kondoms als Garant für Gesundheit und materialisierte Bestätigung von verantwortlichem Handeln und Leben. Ich werde jetzt zunächst einen sehr schematischen Überblick zu den Positionen in der Debatte geben und die medizinische Pro- und Anti-PrEP-Argumente sowie die schwulen Pro- und Anti-PrEP-Argumente zusammenfassen. Und danach geht es dann mit der Bedeutung von PrEP für schwule Subjektivität weiter. Und dafür zunächst eine kleine Kulturgeschichte der Sexpanic als Hintergrund für die Interpretation von PrEP als destigmatisierend und befreiend. Und im dritten Schritt dann zur aktuellen Debatte um PrEP, Kondom und Homonormativität.
Ja, also zunächst die medizinische Pro-PrEP-Position. Da geht es in erster Linie darum, dass PrEP wirkt, was in sehr vielen Studien belegt ist, und zwar besser als das Kondom hier mit 95% zu 70%. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der hervorgehoben wird in der medizinischen Community, ist, dass weil PrEP eingenommen wird in diesem Überwachungsschema, das DIN kritisiert, hat man eine Situation, in der Menschen, die ein hohes Risiko für STI-Infektionen haben, sich regelmäßig testen lassen. Und das führt dann insgesamt zu einer quasi positiven epidemiologischen Bilanz, weil man damit mehr STIs entdeckt und der Effekt, der von der anderen Seite, nämlich der medizinischen Anti-PrEP-Position gebracht wird, nämlich dass PrEP zu einem erhöhten Aufkommen von kondomlosen Sex führt und sich dadurch STIs verbreiten würden, das wird von der Pro-Seite so nicht gesehen, weil eben insgesamt der Vorteil des engeren, engmaschigeren Testschemas überwiegen würde. Daneben wird es als insgesamt wirtschaftlich sinnvoll beschrieben und die Nebenwirkungen seien zu vernachlässigen. Und Sie sehen hier, dass spiegelbildlich es auch medizinische Stimmen gibt, die das anders sehen. Teilweise gibt es gerade in Deutschland eine wesentlich größere Skepsis gegenüber präventiver Medikamentenvergabe als in den USA, wo man insgesamt einen locker pragmatischeren Umgang damit hat, Medikamente in seine Körper zu tun. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, den ich jetzt in diesem Vortrag heute Abend nicht mit anspreche. Das ist eine ganze soziale Kritik um die PrEP-Diskussion, das betrifft, wie Studien zustande kommen. Es gibt die Kritik des sogenannten Offshorings, das heißt, dass die Kosten für die Produktion von wissenschaftlichem Wissen in die dritte Welt verlagert werden. Es werden Hochrisikostudien vor allen Dingen in Afrika gemacht, die eine Gefahr für die Studienteilnehmer bedeuten, während dann hier in der nordwestlichen Welt die quasi Gewinne eingefahren werden, sowohl was die Sicherheit als auch was die Profite angeht. Aber der Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger in der Debatte, aber der spielt heute nicht so eine große Rolle. Und dann gibt es die schwule Pro-PrEP-Perspektive. Zunächst muss man zu dieser Differenzierung sagen, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass es einen hohen Overlap zwischen der medizinischen und der schwulen Community gibt. Das heißt, diese Differenzierung ist oft nicht so genau zu treffen. Es gibt viele schwule HIV-Experten. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, nochmal spezifisch die subkulturelle Debatte um PrEP und die schwule Bedeutung von PrEP herauszustellen. Deshalb diese Differenzierung hier. Und da ist wichtig, PrEP macht endlich wieder kondomlosen Sex möglich und PrEP befreit schwulen Sex vom Stigma des Todes und der Krankheit. Und das sind die beiden Punkte, über die ich dann noch mehr reden werde im Verlauf. Und dagegen auch spiegelbildlich die schwule Anti-PrEP-Perspektive. Da sind auf der einen Seite berechtigte Befürchtungen aus meiner Sicht, nämlich dass PrEP dadurch, dass sich Sexualnormen insgesamt ändern, zu einem Druck führt, auf das Kondom zu verzichten. Und auch Menschen, die aus verschiedenen Gründen kein PrEP nehmen wollen, aber trotzdem promiscuen Sex haben wollen, es für die schwieriger wird, einfach bei den üblichen Apps Leute zu finden, die das mitmachen. Und dadurch gibt es Druck, entweder auch PrEP zu nehmen oder selbst höhere Risiken einzugehen. Und dann ist der andere Punkt, der jetzt eine größere Rolle spielen wird, wieder das ganze Thema der Stigmatisierung. Also es gibt auch in der schwulen Community eine ganze Menge Slut-Shaming und da wäre jetzt hier positiv gewendet die anti-schwule PrEP, die schwule Anti-PrEP-Position. PrEP ist eine Sache der Schlampen und wilden Nutten, wie wir es von Nina Queer erfahren haben, und die wollen wir nicht haben.
jetzt der zweite Unterabschnitt hier, eine kleine Kulturgeschichte der Sexpanik. Hier sehen Sie Gaëtan Dugas, ich glaube, er wird französisch ausgesprochen, aber ich bin da offen für Korrekturen, der oft Patient Zero genannt wurde. Er wurde in Medien, insbesondere in Buch und Film, And the Blame Played On von Randy Shields, dargestellt als hyperpromisker Stuart, der durch sein Herumfliegen und Herumvögeln maßgeblich zur Verbreitung von HIV beigetragen habe. Und zwar so als erster Kernpatient. Und durch Dugas hatte HIV ein Gesicht und eine persönliche Geschichte, genauer einen Schurken und eine Horrorstory. Dass dieses Narrativ des Patient Zero schon lange widerlegt ist, denn HIV, das Virus, lässt sich bis in die 60er Jahre in den USA zurückverfolgen und dieser Titel Patient Zero kam durch eine Verwechslung. Der hieß eigentlich Patient O, aber man hat dann das O als eine Null gelesen und O war eher, um ihn zu markieren, als Out of California. Ja? Aber diese Korrektur spielt keine Rolle für die kulturelle Wirkmächtigkeit. Und darüber hinaus zeigt dieser Fall, diese Figur Dugas, die generelle kulturelle Verbindung von Promiskuität und Krankheit, durch die Sex als gesellschaftsbedrohlich dargestellt wird. Und hier sind wir jetzt beim eigentlichen Thema der Normierung. Sie erinnern sich an Queers Beschimpfung der wilden Nutten. Diese Abwertung und Normierung von Sex. Der einzig wirklich gesellschaftlich akzeptierte Sex ist der reproduktive Vaginalsex in der Ehe. Mittlerweile können sogar Schwulen und Lesben in festen Partnerschaften Sex haben, ohne dafür ganz schief angeguckt zu werden. Aber sehr weit unten in der Hierarchie ist immer noch promisker Sex von Schwulen, von Frauen und Sexarbeit im Generellen. Diese Abwertung von Sex und insbesondere Promiskuität ist ein zentrales Thema der amerikanischen Queer-Theorie und hier sind einige Klassiker dieser Debatte. Man könnte jetzt denken, dass wir in anderen Zeiten sind als diese Klassiker aus den 80er Jahren und die nicht mehr aktuell sind. Doch David Halperin zeigt in seinem Sammelband, der glaube ich 2017 erschienen ist, The War on Sex, dass parallel zu der Liberalisierung auf der Oberfläche eine wesentlich stärkere Disziplinierung von nicht normaler Sexualität, insbesondere von schwulem, öffentlichem und kommerziellen Sex eingesetzt hat. Aber auch die Kriminalisierung von HIV-Positiven spielt in diesem War on Sex eine ganz wichtige Rolle. Und man könnte deshalb sagen, dass die Debatte um PrEP, die ich hier so ein bisschen nachverfolge, eines der kleineren Gefechte in diesem größeren gesellschaftsweiten War on Sex ist. Zurück jetzt zur Kulturgeschichte der Sexpanik. In der AIDS-Krise wurde das Kondom dann schnell als Kultur- und Präventionstechnik entdeckt, mit der man sich effektiv schützen konnte. Entsprechend wurden Präventionskampagnen mit mehr oder weniger starken Botschaften geschaltet. In Deutschland war man relativ früh bemüht, die Aufklärung nicht zu paternalistisch, sondern eher witzig und community-nah zu gestalten. Dieser Text hier, 2/3 aller Singles besitzt Kondome, das Übrige hat hoffentlich keinen Sex, ist eher moralisierend. Gefährdet und gefährlich sind hier nur die ungebundenen Singles und als Single sollte man gefälligst ohne Kondom keinen Sex haben. Zum verantwortungsvollen Kondomgebrauch gab es dann auch sofort die kulturellen Gegenbilder des Bösen, die Panic Icons, wie Dugas schon eine Panic Icon war. Diese schließen an die Figur des Patient Zero an. Es geht um die kulturelle Repräsentation des Kranken und Gefährlichen, des Abnormalen. Dazu zählen einerseits die Faszination mit dem Phänomen des Bug-Chasing und Gift-Givings, also dem absichtlichen Übertragen von HIV. In Deutschland gab es dazu eine Reihe reißerischer Reportagen. Und andererseits auch die Ablehnung
und gleichzeitige Faszination von Baerbeck oder Raw oder ungeschützten Sex. Hier sieht man das Bedienen von einer darauf spezialisierten Porno-Marke, diese Marktlücke, die jetzt wahrscheinlich in Zeiten von PrEP auch wieder aussterben wird. Diese Binarität zwischen verantwortungsvollem Kondomgebrauch und unverantwortlichem, antisozialem, perversem und deswegen halt manchmal fetischisierten Verzicht auf Kondome bestimmte die Sexkultur bis zu PrEP. Die zunächst letzte Stufe der Sex Panic Icons ist der Begriff der Truvada-Whore, also der Truvada-Schlampe. Hat man jetzt mittlerweile auch fast schon wieder vergessen. Genau damit habe ich angefangen. Also Nina Queer hat es noch nicht vergessen. Nina Queer ist dann halt noch drin, aber die Abwertung von PrEP-Usern als verantwortungslose und promiske Schlampen. Dieser Begriff der Truvada-Whore wurde in den USA um 2012 herum abwertend verwendet und dann in einem Akt der queeren Resignifikation wieder angeeignet und positiv und stolz getragen, hier als Hashtag auf einem T-Shirt. Auf der Grundlage dieser Kulturgeschichte, in der das Kondom als Markierung des guten und verantwortungsvollen Sex eine so große Rolle spielt und des kondomlosen gefährlichen Sexes auf der anderen Seite, analysiere ich nun die zeitgenössische Debatte um PrEP in der schwulen Community, insbesondere im Hinblick auf Homonormativität und wie PrEP eventuell dabei helfen kann, homonormative Strukturen aufzubrechen. PrEP ist deshalb umkämpft, weil es in der schwulen Community einerseits ein Verlangen nach kondomlosen Sex gibt und andererseits eine tief verwurzelte Abneigung gegenüber kondomlosen Sex, deren Hintergrund die gerade dargestellte Kulturgeschichte der Sexpanik ist. Die Abneigung von kondomlosen Sex ergibt sich aus dem Stigma von schwulem Sex als verbunden mit Tod und Krankheit und einer daraus resultierenden Zuweisung von Eigenverantwortung und Schuld, die sich letztlich aus Homophobie speist. Denn Homophobie ist mitnichten vorbei, sie hat sich nur verlagert. Selbst innerhalb des heutigen diversitätsaffirmativen Liberalismus, wo Homophobie abwesend zu sein scheint und Schwule glücklich verheiratet sind, strukturiert Homophobie die schwule Subjektivität und Sexualität grundlegend. Es ist jetzt in Ordnung, schwul zu sein, aber nur, wenn man ein guter Schwuler ist. Wenn man ein normalisiertes, bürgerliches, erfolgreiches Leben führt, ein Leben der Homonormativität, das heteronormativen Regeln folgt, spielt das Schwulsein keine Rolle. Diese Akzeptanz der bürgerlichen Homosexualität ist ein Erfolg der schwulen Bürgerrechtsbewegung, der aber durch die Bekämpfung der Stereotype von hypersexualisierten und verweiblichten Schwulen erreicht wurde, indem man sich als normal, männlich, Desexualität präsentiert und verhält, das ist Homonormativität. Während der schwule Stolz auf die guten Schwulen die Oberfläche des zeitgenössischen Liberalismus ist, ist die schwule Scham vor den schlechten Schwulen ihre Kehrseite. Im Englischen ist dieser Gegensatz so ein bisschen schöner, da wird das klarer: Gay Pride versus Gay Shame. Und dies schafft eine Konstellation von Scham- und Schuldgefühlen rund um den schwulen Sex. Die AIDS- und Post-AIDS-Generationen wuchsen in einer tiefen Angst vor schwulem Sex auf. Es war nicht nur etwas Beschämendes, sondern auch etwas Gefährliches. Sich daran zu beteiligen, war schon problematisch genug, aber es auf eine unvernünftige und leichtfertige Weise zu tun und sich dabei mit HIV und anderen STIs zu infizieren, schiebt Schwule aus dem Rahmen der liberalen Akzeptanz von Homosexualität heraus. Während Schuld nicht mehr dafür zugewiesen wird, homosexuell zu sein, wird sie noch mehr für die Ausübung von nicht normativen, unverantwortlichen Sex zugewiesen. Deshalb wird schwuler Sex im Kontext einer Ökonomie der Schuld konstituiert, zu der Kondome
einen wesentlichen Teil beitragen. Gewissenhafte Kondomnutzung ist das perfekte Schuldwerkzeug. Und viele Schwule berichten von psychischen Selbstquälereien, nachdem sie vergessen haben, es zu benutzen. Nicht nur wegen der Angst vor einer Infektion, sondern wegen des Stigmas und das mit dem vermeintlich unverantwortungsvollen Verhalten zusammenhängt, dem eine Infektion zugeschrieben werden würde. In dieser Hinsicht ist kondombasierter schwuler Sex untrennbar mit Schuld, Angst und verinnerlichter Homophobie verbunden. Dementsprechend werden PrEP-Nutzer und Baerbecker stigmatisiert. Ich habe ja schon einige Beispiele dafür gezeigt. Diese Homonormativität und Sexpanik ist auch die Erfahrung von Nutzern von Dating-Apps, wo es oft zu Slutshaming und Hassrede kommt. Diese Community-interne Version der homophoben Schuld- und Schamökonomie trägt zur homonormativen Konstruktion von guten und schlechten Schwulen bei. Die Beleidigungen in Dating-Apps werden meist in der Sprache der Verantwortung und auf Grundlage von Fehlinformationen über die Medizintechnik, ihre Effizienz und vorhandene Risiken konstruiert. Sie zeigen, wie wichtig es für viele Schwule ist, auf der guten Seite zu stehen. Ein Wunsch, der leider oft dadurch ausgetragen wird, andere wegen ihrer Sexualität und ihrer Präventionswahl zu stigmatisieren. In dieser Konstellation von Homonormativität und Homophobie wird PrEP von vielen als ein neues Kapitel im queeren Kampf für stigmafreie Sexualität angesehen, da sie endlich schwulen Sex von seinem Zusammenhang mit Krankheit, Tod und Verantwortung und Schuld lösen kann, den er seit über 35 Jahren hat. Und der vermehrte Einsatz von PrEP führt schon jetzt zu messbar geringeren HIV- und PrEP-bezogenem Stigma bei Online-Dating. Also da gibt es tatsächlich Studien zu, die das messen durch Befragungen. Dies unterstützt die These vieler Schwuler, dass PrEP eine befreiende Wirkung auf schwulen Sex haben kann. Die These ist jetzt also, dass PrEP dabei helfen kann, die beschriebene Sexpanik zurückzudrängen. Das ist auch aus der theoretischen Sicht ein ziemlich wichtiges Argument, weil hier klar wird, dass es nicht nur um Diskurse und Denk- und Sprechweisen geht, sondern dass, wie wir denken und begehren, extrem stark von der Technologie abhängig ist, mit der wir unser Leben gestalten. Sexuelle Ethik und sexuelle Subjektivierung hängen also unmittelbar mit Technologie, beispielsweise Grindr, aber eben auch mit Medizin und Pharmatechnologie zusammen. Und das heißt, es gibt kein Wesen des guten oder natürlichen Sex. Sex ist immer schon durch Normen und Technologie vermittelt. Auf Englisch funktioniert das Argument übrigens als Wortspiel. Raw sex doesn't exist. Und da ist Raw nicht nur das Natürliche und Wesenhafte, sondern eben auch der Ausdruck von Baerbeck. Mit dem vorhin eingeführten Vokabular lässt sich PrEP also als Teil einer sexuell-somatischen Ethik beschreiben, also die Art und Weise, wie wir Medizintechnologie in unser Leben integrieren und darüber auch unsere ethischen Normen ändern. Das ist vor allem deshalb entscheidend, weil die Anti-Stigma-Aufklärungsarbeit, die seit vielen Jahren Kernanliegen insbesondere der deutschen AIDS-Hilfen ist, doch insgesamt recht wenig genutzt hat, um Sexpanik und Homonormativität einzudämmen. Doch auf Grundlage der geänderten Materialität durch PrEP können wir die sexualethische Diskussion jetzt zu einer freieren, sexpositiveren Sexualität ohne Reue hinbewegen. Letztlich zu den wilden Zeiten vor der AIDS-Krise. Vielleicht ist es so möglich, durch die PrEP der zunehmenden Homonormativität, also der immer stärkeren Verbürgerlichung der Schwulen, einen sexpositiven Lebensstil entgegenzusetzen, der nicht mehr schuldbeladen ist.
Eine Sache ist durch diese theoretische Betrachtung aber auch klar. Wenn es keinen natürlichen Sex gibt, sondern er immer ein Kultur- und Technikprodukt ist, dann betrifft PrEP alle, auch die, die es nicht nehmen wollen. Denn es ändert die sexuelle Subjektivierung. Vor PrEP war die Verwendung von Kondomen eine gängige und unbestrittene Norm, zumindest im Mainstream, und wurde daher von vielen Schwulen als unproblematisch akzeptiert. Die Möglichkeit des HIV-freien, kondomlosen Sexes verändert diese sexuelle Subjektivierung. Die sexuelle Subjektivierung hin zu kondomlosen Sex wird von vielen als Druck gesehen, auch PrEP einzunehmen, obwohl sie es nicht wirklich wollen. PrEP könnte also zur neuen Norm werden, an die man sich halten muss, um an der veränderten Sexkultur teilzuhaben. Gleichzeitig kann man aber auch beobachten, dass gerade Jüngere sich dem Kondom immer weniger verschreiben und HIV gar nicht mehr als großes Problem wahrnehmen. Die sexuelle Revolution durch PrEP ist also tatsächlich in vollem Gang. Jetzt der letzte Schlussteil, der relativ kurz und ausblicksartig wird, PrEP als demokratische Biopolitik. Ich habe also argumentiert, dass PrEP als komplexe Verhandlung der sexuell-somatischen Ethik nach Rose analysiert werden kann und im Gegensatz zum Ansatz der Gouvernementalitätsanalysen, der dazu neigt, Biopolitik, einschließlich die Biopolitik von PrEP, als ein repressives Machtregime zu betrachten, nenne ich die Biopolitik von PrEP demokratisch. Aber warum jetzt demokratisch? Erstens stehen Fragen der Repräsentation, der Macht, des Interesses auf dem Spiel. Wer darf entscheiden, gehört werden, profitieren? Zweitens können verschiedene sexuell-somatische Ethiken in einer antagonistischen, also tief gegensätzlichen Beziehung stehen, wie gerade geschildert, Pro-Kondom, Antikondom. Und diese Antagonismen sollten öffentlich diskutiert werden, um eine gemeinsame Handlungsmacht über Sexualnormen zu haben. Drittens müssen die Aushandlungen die Grenzen des demokratischen Diskurses berücksichtigen, die durch Hassrede und Slutshaming verletzt werden. Diese Hassrede ergibt sich viertens aus sozialen Strukturen, Homophobie und Homonormativität, die Unterscheidung zwischen den Guten und den Schlechten. Daher ist eine Anti-Stigma-Bildungspolitik und Gesundheitspolitik nötig, die Sex nicht nur als technisch-biologisch, sondern als ethisches Phänomen behandelt, das demokratisch verhandelt werden muss und bei dem es um unsere Auffassung über uns selbst, also um schwule Subjektivität und Subjektivierung geht. PrEP so als Problem der demokratischen Biopolitik zu betrachten, trägt nicht nur der Komplexität der laufenden Debatte Rechnung, sondern es ermöglicht darüber hinaus auch Wege weiterer Demokratisierungen aufzuzeigen. Eine solche Demokratisierung erfordert die Erkenntnis, dass unser Begehren nicht gegeben ist, sondern das Ergebnis sexueller Subjektivierung, beeinflusst durch Kultur, medizinische Technologien und Programme des Gesundheitswesens. Und diese Prozesse müssen explizit gemacht werden, um sie demokratisch zu verhandeln. Das ist erstmal der erste wichtige Schritt, dass es keinen natürlichen Sex gibt, sondern es ein Kulturprodukt ist. Dies würde es auch ermöglichen, das zugrunde liegende Problem der Homophobie in großem Umfang durch politische Institutionen wie Bildung und Recht anzugehen, insbesondere durch queere und sexpositive Bildungspolitik. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Position der diversen potenziellen PrEP-NutzerInnen als wichtigste Interessengruppe in dieser Debatte zu stärken, indem sie in gesundheitspolitische Entscheidungen einbezogen werden. Und das hat gerade bei dem ganzen PrEP durch die Krankenkassen übernehmen zu lassen Prozess nicht gut geklappt. Die genauen Verfahren dazu, wie das gesteuert wurde, sind hinter sehr verschlossenen Türen entschieden worden. Schließlich würde Demokratisierung die Minimierung von Kosten im Gesundheitswesen und Gewinnen von Pharmakonzernen bedeuten, um einen erschwinglicheren Zugang zu PrEP für diejenigen zu schaffen, die es benötigen.
Und dies erfordert nichts weniger als eine Revolution des globalen Patentrechts, das im Augenblick die Kosten für die Forschung der Allgemeinheit auferlegt und die Gewinne privatisiert. Ich fasse also zusammen diese Gedanken zusammen. PrEP ist keine repressive Biomacht, die den Homosexuellen, nachdem sie vor 100 Jahren vom medizinischen Blick als Kategorie erfunden und seitdem pathologisiert wurden, jetzt auch noch Pillen aufzwängt. Sondern PrEP kann beschrieben werden als demokratische Biopolitik, bei der verschiedene Akteure zusammenarbeiten und neue technisch-medizinische und sexualethische Standards behandeln. Und diese Perspektive trägt dazu bei, die politischen Ambivalenzen und Gefahren, aber auch die Potenziale von PrEP insbesondere zur Destigmatisierung von schwulem Sex zu beschreiben und vor allem zu kritisieren, wie PrEP heute gesteuert wird und eine weitere Demokratisierung dieser Prozesse zu fordern. Denn ich behaupte mitnichten, dass das alles schon gut und demokratisch abläuft, sondern nur, dass es nicht so einseitig repressiv abläuft. Ich habe jetzt viel über die Wechselwirkung von Medizintechnologie und schwuler Subjektivität gesprochen. Es gibt aber auch noch andere Arten von Technologien oder sagen wir Infrastruktur, die eine notwendige Bedingung von schwuler Subjektivität ist. Auch im digitalen Zeitalter oder vielleicht sogar gerade dann brauchen wir schwule und queere Räume. Denn die sind unerlässlich für schwule Subjektivierung, also überhaupt zu einem Schwulen gemacht zu werden, durch das Lernen von anderen. Homosexualität als eine quasi biologische Eigenschaft ist nur ein Potenzial dafür, schwul zu werden. Nur weil man zufällig homosexuell ist, ist man noch lange nicht schwul. Sondern das erfordert die Teilnahme an schwuler Kultur. Und Schwulsein als Subjektform und Kulturpraxis funktioniert nur durch Gemeinschaft. Und die braucht Orte. Sexorte, Bars, Clubs und vor allem Büroräume für Vereine. All dies ist durch die Gentrifizierung in Gefahr. Ohne unsere Orte zu erhalten, wird die pharmazeutische Unterstützung durch PrEP uns nicht besonders viel nützen beim Versuch der Homonormativität, der Verbürgerlichung, eine freiere, utopische Art des Schwulseins entgegenzusetzen. Neben PrEP sollte also das neue Feld des queeren und schwulen Aktivismus der Kampf gegen die Gentrifizierung sein, um unsere Orte zu erhalten, aber auch um neue zu schaffen. Damit vielen Dank. Funktioniert es? Also faktisch hat es vorher nicht funktioniert. Also wir haben es simuliert. Okay, auch eine Naturbewegung. Über das Letzte, was du sagtest mit der Gentrifizierung, möchte ich scharfen Widerspruch anmelden. Das ist eine Schuldverlagerung, aber darüber können wir später reden. Ich habe vorher noch ein paar Verständnisfragen. Und dann möchte ich also eine und die zweite zur Gentrifizierung dann womöglich zum Schluss, aber ihr seid herzlich zum Fragen und Debattieren eingeladen. Meintest du ernsthaft oder ist das nur ein USA-Bild, dass sich eigentlich der schwule Sex in Deutschland zumindest mit der AIDS-Epidemie in den frühen, also seit 82, ich glaube dieser prominente Start-Spiegel-Text war 82 im Mai, dass sich da quasi die Szenen zurückgezogen haben, dass das alles viel schwieriger wurde. Also, dass es weniger Fetischszenen gab, weniger Sex und so weiter und so weiter. Dass es so quasi erstmal mit einer Selbstrepressivierung, Repressivierung begann. Also das ist, denke ich, schon das Bild, das allgemein gezeichnet wird. Also ich war ja wahrscheinlich weniger dabei als du. Das kann ich bestätigen. Wenn du mir jetzt mit quasi überzeugender individueller Privatempirie da
gegensetzt, dann wäre das interessant zu hören. Aber ich glaube, dass also in der Geschichtsschreibung ist das klar ein Effekt, dass sowohl aus der Szene als auch von außen sehr starker, es einfach zu einem Sterben von Orten geführt hat, wovon HIV einer von verschiedenen Ursachen ist. Also das wäre ja womöglich zu diskutieren, ob ein gewisses Sterben von Orten, also in gewisser Hinsicht hat es den tatsächlich gegeben, aber es sind zugleich andere Orte dafür erwachsen. Und es sind im Grunde, also privat empirisch kann ich nur sagen, in Hamburg hat es keinen einzigen Verlust irgendeines schwulen Ortes gegeben mit der AIDS-Krise. Keinen einzigen. Also eher ist alles damals noch viel gigantisch größer geworden. Also Hamburg hatte in den frühen 80er Jahren nicht mal eine Idee von CSD. Also die gab es, aber das waren so studentoide Umzüge. Und das ist richtig gigantisch wurde, ist eigentlich erst mit der HIV-Empathiewelle richtig gewachsen. Und das wiederum hatte nicht alleine mit HIV zu tun. Worauf ich hinaus will, ist, Martin Dannecke hat mal gesagt, HIV bedeutete ja nicht nur Epidemie, sondern in der schwulen, also in unserer Community bedeutet das auch einfach einen gigantischen Verzicht auf Sex. Also so dieses, es war quasi so auf der Stelle kurz geschlossen. So riskiere ich jetzt Sex, könnte ich womöglich ein unmittelbares Sterben innerhalb kürzester Zeit riskieren. Und das hat ja bis 96, bis zur großen Konferenz in Vancouver gedauert, die man wusste, es bleibt immer noch ein schwieriger Weg, also die Infektion in Schach zu halten. Aber prinzipiell ist es möglich, mit HIV normal, dynastisch alt zu werden. Und ich finde das erklärungsbedürftig, dass eigentlich die große CSD-Kultur in der Bundesrepublik, ich kann das für die USA, wird es vielleicht ein bisschen, ist es ein paar Jahre jeweils eher, aber es hat hier weder eine Kriminalisierung gegeben, noch eine Planierung der Räume. Also in der Tat, es gab immer weniger Klappen, das ist wiederum noch ein anderes Ding, aber das hatte nicht mit HIV zu tun. Aber es gab mehr Kneipen, mehr Lederkneipen im Übrigen auch. Das finde ich... Also du sprichst jetzt spezifisch den letzten Punkt zur Gentrifizierung an. Ja, das kommt nochmal später. Da bin ich eigentlich eher der Auffassung, das, was du Gentrifizierung nennst, ist eigentlich eher so ein Ding, was mit uns zu tun hat. Also wir nutzen die Orte nicht mehr. Und zwar hat das weniger was mit Slut-Shaming, also dem guten und dem schlechten Homo zu tun, sondern viele von uns sagen, es muss ein Ort nicht gay-friendly sein. Prinzipiell in dieser Gesellschaft muss es möglich sein, dass alle Orte für mich geeignet sind. Das heißt, man fühlt sich schwul überall. Man braucht nicht mehr, so wie Eric Bon das mal in seinem zwiespältigen Buch zur Schwulenfrage gesagt hat, man braucht nicht mehr, man glaubt, diese Orte nicht mehr brauchen zu müssen. Und ich glaube, das ist genau ein Zeichen für das, was ich probiere, als Homonormativität zu kritisieren. Man möchte eigentlich ganz normal sein. Man möchte nicht mehr spezifisch schwul sein und deswegen auch keine spezifisch schwulen Orte mehr. Und ich sehe das als großes Problem an, weil ich glaube, dass schwule Kultur mit spezifischen schwulen und queeren Orten was Erhaltenswertes ist. Und deswegen, also das ist einer der Hintergründe dieser Kritik der Normalisierung und der Homonormativität, die ich hier vorgetragen habe. Also ich sehe die Diagnose ganz genauso, aber vielleicht mit anderen normativen Vorzeichen. Also ich finde, das, was du beschreibst, ist ein riesengroßes Problem. Und ich frage mich, wie kommt es dazu, dass die Leute einfach nur noch homosexuell sind, aber nicht mehr schwul? In dieser Differenzierung. Ja? Schwul sein als Partizipation in einer Subkultur, in einer Kulturtechnik. Und deswegen ja diese Vorschläge für schwule Erziehungsmaßnahmen. Ja, damit ja, kann man wobei, die Rechte so schön wobei ich nicht, wobei ich finde, dass deine Dichotomie Slut und sozusagen der spießige Homo, also das nicht ganz und gar exakt trifft. Also mein Mann und ich würden nicht im Traum auf die Idee kommen, uns anders als schwul zu bezeichnen. Also wir wüssten gar nicht warum.
Aber wir hatten das mal erlebt, wir kamen nach Norwegen und dachten in Trondheim, das ist gemessen an norwegischen Verhältnissen, also so eine Art New York City. Also das ist, also und dabei ist es nicht mal so groß wie Neukölln-Nord, faktisch. Und dann gesagt, es muss doch, verfickter Himmel, es muss doch hier eine Homo-Kneipe geben. Also so einfach entre nous sein, das Gefühl werdet ihr kennen, man will einfach mal fraglos nicht so irgendwie schwul sein. Und weil alle irgendwie so sind und vielleicht ein paar Gabis, egal, die man kauft. Und es, dann haben wir alles gekruzt und mein Mann ist beim Scrollen im Internet viel talentierter als ich. Und dann fanden wir denn eine Kneipe und das war denn ein verlassener Hinterhof und hinterher kam dabei raus, es gibt nichts in dieser Stadt. Mhm. Und dann fanden wir aber einen interessanten Chat. Er stand zu einer Kneipe, die es nicht mehr gibt, und zwar 3-4 Jahre nicht mehr gibt, war ein indischer Student, der irgendwie ein Stipendium geschossen hatte an der Technischen Universität Trondheim. Also es war ein Elsenforum so unter uns und sagte, hey Mädels, ich komme demnächst und wo kann ich denn mal hingehen? Also der wollte natürlich irgendwie, was weiß ich, was der sich in Indien vorstellte, aber wen, also er wollte kennenlernen und nicht zum Tee trinken offenbar. Und dann kriegte er von mehreren Chat-Teilnehmern zurückgeschrieben, Liebes, du kannst überall hingehen. Du brauchst diese Kneipe gar nicht. Überall können wir uns gut unterhalten. Du kannst überall, wurde nicht mal gay gesagt, du kannst überall queer sein. Der Inder blieb hartnäckig und sagte, ich möchte doch nur eine Kneipe haben, wo ich andere Gays kennenlernen kann. Er kriegte über eine so lange Chatstrecke, kriegte er keine sinnvolle Antwort. Und man hat ihn behandelt im Grunde genommen wie so eine britische Gouvernante in so einem Jane Austen-Roman, wie das ungehörige Lehrmädchen mal ganz kurz abgekanzelt wird. Das fand ich also auf eine üble Art faktisch auch schwulfeindlich, also so unverständlich lieblos. Und das kannst du aber nicht erklären mit, hier sind die Sluts und die sind doch so diskriminiert und die anderen sind irgendwie die Spießer, die nicht auffallen wollen. Wir wollten in Trondheim auffallen. Ja, also ich glaube auch nicht, dass diese Analyse des Slut-Shamings das erklärt, sondern dieses Absterben der schwulen Institutionen. Ich glaube, dass es da 4 verschiedene Faktoren für gibt, jetzt über die letzten 20 Jahre. Eins davon ist HIV und wie die AIDS-Krise viele Leute gestorben und es hat viele Institutionen zerstört. Das zweite ist Gentrifizierung, also Orte werden einfach teurer, man kann nicht mehr so gut in der Stadt sein. Das dritte ist Online-Dating. Viele Leute sagen, naja, warum soll ich in eine Bar gehen, wenn ich online auch Leute treffen kann? Und das vierte ist tatsächlich der Fortschritt in der rechtlichen Gleichstellung und gesellschaftlicher Akzeptanz. Und während ich diese rechtliche Gleichstellung natürlich absolut befürworte, ist es schon mein Job, irgendwie als kritischer Sozialwissenschaftler zu gucken, welche Nebeneffekte hat das? Und ich glaube, dass einer der Nebeneffekte von größerer gesellschaftlicher Akzeptanz ist, dass es leichter gemacht wird, eben einfach zu sagen, dass ich homosexuell bin, ändert doch überhaupt nichts, wie ich lebe. Ich will nicht in diese schwule Kneipe gehen, sondern einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ja, und dadurch verlieren wir natürlich Leute für unser Projekt und das ist ein Problem. So, eure Fragen. Ich persönlich kann nur noch anmerken, dass ich inzwischen bitter solche Kneipen wie in meiner schwulen Jugend vermisse. Die hießen so ganz typisch Pourquoi Pas oder Nanu oder Chapeau Club. Also so alles so Nomenhaftigkeit der Uneigentlichkeit und umso lüsterner ging man zu Werk. So, eure Fragen. Bitte. Ja, erstmal vielen Dank für deinen Vortrag, Carsten. Also ich habe mir viel notiert, ich versuche mich mal kurz zu halten. Also auf einer Folie hast du geschrieben, die ganzen Form- und Kontra-Punkte aufgeführt, der Schwulen-Debatte und der medizinischen Debatte. Und auf der einen Folie stand, Zitat, PrEP befreit Schwulen-Sex vom Stigma des Todes und der Krankheit. Und genau, da hatte ich irgendwie so als Parallele das
den Eindruck, dass du jetzt irgendwie glaubst, dass das derart multifaktoriell bedingt ist, wie Stigma oder im Falle von Antidepressiva Depressionen durch eine Wunderpille irgendwie gelöscht werden könnte. Das halte ich illusorisch. Und auch im Allgemeinen hatte ich leider den Eindruck, dass du doch recht affirmativ der ganzen Thematik gegenüber gestimmt bist. Genau, also ich hätte jetzt irgendwie vielleicht noch. Ich hätte jetzt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hättest du noch was, es gibt ja keine Langzeitstudien, das Thema Resistenzenbildung ist gerade ganz groß, Phagentherapie ist noch in den Kinderschuhen und Nebenwirkungen hast du nur beiläufig erwähnt. Genau, also da hätte man vielleicht noch ein bisschen was sagen können und ansonsten hätte ich vielleicht noch irgendwie direkt eine Frage, also inwiefern heilst du dich denn mit deinem recht affirmativen Narrativ, mit einer bedingungslosen Befürwortung in ein internalisiert kommunikatives Narrativ der Eigenverantwortung ein. Bitte nochmal. Du hast ja ein Narrativ, ein bestimmtes Narrativ als homonegativ oder als homophob demaskiert, nämlich dass man irgendwie durch das Kondom eigenverantwortlich handelt. Ja. Und die PrEP ist das Kondom von innen, wenn man so will. Also weist du dich ja damit auch in dieses Narrativ ein. Ja, also das wird tatsächlich auch von Dean als eine solche Verantwortungsverlagerung beschrieben. Ich glaube, dass dadurch, dass der Akt der Prävention ein generalisierter ist, durch das vom sexuellen Akt abgekoppelte Einnehmen einer Pille diese Schulddynamik eigentlich relativ gut aufgebrochen wird. Aber Dean beschreibt es tatsächlich so, dass PrEP dazu führen würde, dass man eine ganz neue Last der Verantwortung trägt, weil man sich ja entscheiden muss, ob man PrEP nimmt oder nicht. Ich schätze, dass anders ein, aber ja nicht nur ich selber, sondern also das, was ich da rekonstruiere, sind ja nicht meine eigenen Stimmen, sondern das ist quasi mit vielem Material von Einschätzungen anderer Leute. Ich glaube, dass dieser verantwortungsentlastende Effekt wesentlich stärker ist durch den anderen Zeitpunkt der Prävention. Peter? Vielen Dank erstmal für den tollen Vortrag. Also ich bin sozusagen politisch, jetzt um mal gegen Chris zu argumentieren an dieser Stelle, voll auf deiner Seite. PrEP muss affirmiert sein. Es ist eine Revolution, deren Bedeutung noch gar nicht erkannt worden ist. Das hat viel zu tun, du hast es auch genannt, mit sozusagen dem Naturalismus in Deutschland, der merkwürdigen Pillenphobie. Es hat auch viel was mit schwuler Scham zu tun und so weiter, da bin ich voll auf deiner Seite. Trotzdem würde ich aber die Frage nochmal aufwerfen, das ist aber eher eine theoretische Entscheidung, glaube ich, an dieser Stelle, ob man sozusagen PrEP doch so viel an pädagogischem und ethischem Auftrag zumuten sollte oder kann. Und das würde ich argumentieren aus einer Ecke. Du hast die Autoren genannt, aber doch so bestimmte Bezugspunkte, jetzt gerade von Bersani und Tim Dean nicht genannt, weil da geht es ja ganz stark um eine Frage der Ontologie, ne? Und dass man auch sagen kann, also gegenüber diesem diskursiven Machtparadigma von Foucault gibt es auch noch sowas, bei Bersani kommt es aus der Psychoanalyse, bei Dean auch, wie eine Ontologie des Sex, wo sich sowas wie Negativität, Self-Shattering, dieser ganze Kram niemals erledigt, wenn man von Sexualität spricht. Du hast jetzt irgendwie so diese Durchfahrt mit Foucault gemacht, dass immer jetzt halt vom Charme und von der Homophobie zum anderen Dispositiv von Affirmation und Sexpositiv wechseln, dann hat man das alles hinter sich gelassen. Das würde mich nochmal interessieren, ob du wirklich denkst, dass man sozusagen Sexualität in diesem Sinne diskursiv, also ob Sexualität in diesem Sinne immer schon diskursiv dermaßen eingefangen ist, oder ob es nicht doch einen Rest, sag ich mal, an Sex gibt, und das ist natürlich ein problematischer Diskurs in dieser Ontologisierung und Verallgemeinerung, der doch gerade auch so einer Pädagogik immer wieder steht. Ja, also ich glaube ja, aber aus Sicht der politischen Theorie, die an Steuerung interessiert ist, lässt sich ein Rest, der definiert ist als dasjenige, was man auf jeden Fall nicht steuern kann, natürlich nicht richtig einfangen, damit lässt sich nicht richtig operieren. Insofern ist in dieser politiktheoretischen Perspektive das Ganze relativ vernachlässigbar,
weil Sex als kulturell-technologisches Konstrukt schon relativ weit trägt in der Erklärung von vielen. Und die zweite Antwort, die jetzt Bersani spezifischer ist, ist, dass die Abjection und die Selbstaufgabe durch HIV in diesem Text ist The Rectum Grave, der ein Klassiker in dieser Theorielandschaft ist, nur eine Verstärkung des ohnehin schon im schwulen Sex bestehenden Effektes der Zerstörung des männlichen Subjektes. Wenn man gefickt wird, dann kann man nicht mehr quasi der typische bürgerlich-männlich-liberale, vertragsabschließende und so weiter und so fort, kann man nicht mehr dieses Standardsubjekt sein. Und diese subjektzersetzende Wirkung des Geficktwerdens quasi durch die Umkehrung dieser Genderrollen und das Spielen mit Maskulinität, das funktioniert ja auch, wenn es keine todbringende Krankheit mehr gibt. Deswegen quasi geht zumindest dieser Aspekt, um den es Bersani geht, den er dann natürlich verschaltet mit HIV, geht der aber nicht verloren, wenn wir HIV als problemlos sind. Vielen Dank für den Satz. Nur ganz kurz, man müsste tatsächlich dann The Rectum is a Grave, ist The Rectum a Grave, mal unter PrEP-Bedingungen. Genau, ja, genau. Ja. Wobei man darüber ja auch nochmal reden könnte, ob das männliche Geficktwerden bereits eine Kampfansage an das Patriarchat ist. Also, ich würde das bezweifeln. Thorsten? Ja, erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Hat einen großen Spaß gemacht, auch dieses Theorielastige. Das Problem, was ich aber mit dem Vortrag habe, ist, dass du das natürlich so sehr positivistisch machst. Mhm. Und ich sehe da ja eher ein Paradox. Ja, also du möchtest wirklich darauf hinaus, dass dieses PrEP jetzt die Befreiung ist. Das kann ich zwar vielleicht historisch oder utopisch oder so auch immer formulieren, aber theoretisch finde ich das schwierig, weil es ist die Befreiung von Sex gibt es oder die Befreiung des Sexes gibt es so nicht zu haben. Ja? Also das finde ich den theoretischen Punkt an deinem Vortrag, wo ich mir wünschen würde, hat ein bisschen mehr Mut zum Paradox. Aber die Befreiung des Sexes von was? Also ich habe ja über die Befreiung des Sexes vom Stigma geredet, in erster Linie, also dieses HIV-related Stigma und der damit kommende Verantwortungsballast. Und damit sage ich ja noch nicht, dass Sex in irgendeiner Art und Weise frei ist, sondern der unterliegt ja dann noch ganz vielen anderen sozialen Bestimmungen. Also zum Beispiel ging es ja darum, was es bedeutet für die Leute, die kein PrEP nehmen wollen. Die sehen sich plötzlich mit neuen Unfreiheiten konfrontiert. Insofern, es geht nicht um Befreiung, sondern es geht quasi um die Veränderung von bestimmten Koordinaten in einem immer schon vermachteten Verhältnis. Das ist das, was ich damit ausgedrückt habe, wenn ich gesagt habe, es gibt keinen natürlichen Sex. Also ich glaube, es geht ja auch um die Befreiung von Sex, auch insbesondere um die Befreiung des Sex von diesem Kondom. Ja, weil wir haben ja, und das hast du ja auch gerade gesagt, diese Entwicklung seit den 80er Jahren, die ging ja irgendwie weiter. Und die schwule Community hat sich weiterentwickelt und die Akzeptanz von Schwulen und Schwulsein hat sich entwickelt. Und das ging einher mit der Kondomisierung des Sexes, des schwulen Sexes bei Männern. Und deshalb ist ja auch dieses Kondom so zum Fetisch geworden, weil es einfach korreliert hat, die Entwicklung der Akzeptanz von schwulem Sex und der Benutzung des Kondoms beim Sex. Und deshalb sehen sich heute so viele, tun sich viele so schwer damit, sich von diesem Kondom zu trennen und dieses Kondom aus den Köpfen rauszubekommen. Und da, denke ich, ist PrEP genau diese Befreiung von dieser Verquickung von Sex mit Schande und Krankheit und ausschließlich mit Kondombenutzung hin zu einem normalen Umgang mit Sex, wo das Kondom halt nicht mehr unmittelbar dazu gehört.
Ich glaube, dass Kondommöglichkeit schon 92 ein Problem war. Sefer 6 hat 92 nicht funktioniert, hat Anfang der 2000er Jahre auch nicht funktioniert. Und die Infektionszahlen gehen jetzt ja nicht zurück, weil es tolle Präventionsmaßnahmen gibt, sondern die gehen zurück, weil HIV-positive Männer und auch Frauen besser behandelt werden. Und das Interessante finde ich eigentlich, dass sozusagen das Kondom, obwohl wir wissen, dass die Akzeptanz ja gar nicht mehr so groß ist, wie sie mal wegen während der AIDS-Krise war, plötzlich das erfährt, was du Fetischisierung nennst. Und das fehlt mir eigentlich auch in deinem Vortrag, nämlich der Hinweis darauf, dass der Sex als Konzept in den USA schon in den 90er Jahren und in der Bundesrepublik der 2000er Jahre nicht mehr die Durchschlagskraft hatte, die jetzt so behauptet wird. Und dass das eigentlich so eine Fetischisierung in dem Sinne auch ist, dass das Ding, worum es geht, eigentlich abwesend ist und es deswegen so groß gemacht wird. Also ganz, ganz wichtig ist der Hinweis darauf, dass natürlich in der aktuellen Präventionslandschaft es auch andere Präventionssoziotechnologien gibt, über die ich jetzt hier nicht geredet habe. Also zum Beispiel Treatment as Prevention ist tatsächlich ganz wichtig, aber ich glaube, dass erst durch PrEP ist ja tatsächlich ein allgemeineren Wandel gibt, dass HIV wirklich ein quasi Non-Issue werden könnte, zumindest in seiner Bedrohlichkeit, weil auch in der Situation, wo sehr viele Leute oder die allermeisten Positiven unter der Nachweisgrenze waren und es deswegen safe war, war es für Negative dann immer noch eine Vertrauenssache. Und dass dieser Akt der Prävention für die Negativen jetzt medikalisiert ist. Das ist, glaube ich, dann doch nochmal wirklich eine einschneidende Linie, die das Ganze in der Zukunft nochmal wesentlich anders aussehen lässt. Aber trotzdem stimme ich zu, dass Treatment as Prevention und so sehr, sehr wichtig ist in dem Bild. Mein wichtiger Punkt war eigentlich, dass der Sex als Konzept schon in den 90er Jahren in den USA und in den 2000er Jahren der Bundesrepublik gesagt hat, dass es heute so eine Bedeutung hat, wie es wahrscheinlich in der Realität nicht mehr haben. Etwas lauter. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ich glaube, dem stimme ich zu. Eine Frage ist dann noch? Ja. Also ich habe so eine Frage, ist, ich versuche mal zu formulieren, an welcher Stelle ich so ein bisschen struggle mit deinem Ansatz. Du sprichst ja von Biopolitik und auch von demokratietheoretischen Konzepten, aber ich finde eigentlich machst du deinen Demokratiebegriff nur relativ implizit klar. Also Demokratie ist bei dir irgendwie was sehr gemeinschaftlich vorgegeben, für jetzt kommunitaristisches sagen oder so. Man könnte ja auch Demokratie irgendwie als Ergebnis individueller Entscheidungen definieren oder verstehen. Und das spielt ja dann in ganz viele von den Punkten mit rein, also auch in den Punkt, nämlich zuerst in das Verschwinden von Orten. Das kann ja ein Ergebnis dessen sein, dass die meisten Einzelnen halt keine infizierten Orte mehr wollen. Oder auch das Identifizierungsproblem. Aber halt auch der Prep-Punkt, der wichtigste ist, denn ich als Individuum, als schwules Individuum, habe ich eigentlich keine Möglichkeit, individuell mich nicht irgendwie zu Prep zu verhalten. Ich muss damit umgehen und muss meine Entscheidungen fällen und das Ergebnis von Millionen von Einzelentscheidungen ist dann ja vielleicht auch sowas wie eine Demokratisierung. Der Aspekt fehlt mir, glaube ich. Aber ich glaube, da würde ich widersprechen, weil das ist genau das, worauf ich hinweisen möchte, dass das im Moment fehlt mit diesem Begriff der Demokratie. Dass es nicht reicht, wenn einfach nur alle sich einzeln entscheiden, sondern dass es wichtig ist, erstmal zu sehen und zu verstehen und dann sich irgendwie dazu zu verhalten, dass es hier immer schon Gemeinschaftsprozesse sind. Dass Sex also nichts Privates ist, um es auf so ein Schlagwort zu bringen. Das ist der wichtigste Gedanke an diesem Sprachgebrauch des Demokratischen. Aber ich stimme dir grundsätzlich zu, dass jetzt gerade in diesem Ausblick hier das kein besonders irgendwie hochwertig ausbuchstabiertes Konzept des Demokratischen ist.
sondern der Begriff der demokratischen Biopolitik ist eher ein Differenzbegriff zu der repressiven Biopolitik. Das ist quasi so ein szeneinterner Streit, also jetzt der politiktheoretischen Szene, weil in dieser biopolitischen Szene, also demokratische Biopolitik ist eigentlich für die ein Oxymoron, ja, das ist eine Provokation, das so zu sagen. Und das ist eher die Intervention in dieser Debatte und dem ist auch geschuldet, dass es jetzt quasi von der demokratietheoretischen Perspektive als Demokratietheorie gesehen ein bisschen schwach wäre. Mein Eindruck ist, dass wir jetzt langsam diesen Abend auf eine gewisse Art zu einem neuen Höhepunkt führen können. Es geht denn jetzt in die Bargespräche. Ich traue mich irgendwie gar nicht zu sagen, die Tanzkantine ist gay-friendly. Aber ich kann euch sagen, dass es gibt hier tatsächlich viele Männer hier im Haus, die lassen sich auch nötigenfalls als queer bezeichnen. In erster Linie sind es schwule Männer und Kollegen von mir. Teilweise sitzen sie auch hier, bin total glücklich darüber. Ich möchte aber erstmal danken, Carsten Schubert, für diesen wunderbar unterhaltsamen, klugen Vortrag. Und wie in jeder guten aus der Kulade.